Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Spiel, was ich euch vorstellen möchte, und zwar Placid Plastic Duck Simulator. Ja, es ist eigentlich genauso bescheuert, wie es aussieht, und irgendwie ist genau das auch die Sache, weshalb es total lustig und irgendwie total süß ist. Wir fangen einfach mal an. Ich möchte es euch tatsächlich nur mal in einem Video vorstellen. Also machen wir mal ein neues Spiel. So, mit Tab können wir die Ente wechseln, steht hier Musik ein und aus mit M. Hotspot, weiß ich jetzt nicht genau, was das ist, mit E. Drücke P zum Erstellen von Screenshots. Ach, das kann man sogar intern machen. Das ist natürlich auch nicht schlecht zu wissen. Drücken Sie Y, um den Entenspawn zu stoppen. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ihr wisst das jetzt natürlich noch nicht, aber das wäre dämlich. Also wer möchte den Entenspawn bitte stoppen? Schau dich um mit dem Cursor, ist klar. Cursor freischalten, Ente wählen. Also mit links kann ich die Ente wählen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Wir gehen jetzt erstmal ins Spiel rein, weil ich habe es vorher noch nie gespielt. Ich habe es aber jetzt schon zweimal im, Discord-Stream gesehen, dass ich mir das mal angucken konnte. Und einmal live gesehen hier bei uns. Ich habe das komplette DLC gekauft. Da gibt es einmal den Infinity-Cool-Bereich. Quicking the Ice, das gehört, soweit ich weiß, zum DLC. Ja, das sind die beiden. Mehr gibt es hier anscheinend nicht. Wir nehmen einfach erstmal den Standard-Pool. Infinity Cool. Auswahl. Ducks, please. Duck Simulator. Duck Addiction. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo da der Unterschied ist. Wahrscheinlich ist das die Spielart, nehme ich mal an. Wir sagen mal auf, wir stehen mal auf Duck Simulator. Und da ist unsere erste Ente. Und zwar sind wir das. Wir können jetzt auf Escape drücken, auf Sammlung klicken. Und dann nennen wir natürlich die erste Ente Gameplayerin. Ist doch klar. Kann man Enter drücken? Ja, wunderbar. Und das sind wir. Wir können leider so nichts machen. Also wir können jetzt nicht aktiv anstoßen oder so. Das wäre natürlich nochmal cool gewesen. Das heißt, wir sehen uns hier mal so ein bisschen um. Warten, was passiert mit der Tab-Taste. Das war nicht die Tab-Taste. Das war das Wechseln der Ente. Dann war es, genau, dann war es E. Das sind dann diese Hotspots. Wir sitzen jetzt hier gerade in diesem Stuhl drin. Da können wir so ein bisschen hin und her switchen. Jetzt liegen wir gerade auf dieser Sonnenliege. Hier draußen können wir uns auch mal sehr schön umsehen. Oben rechts seht ihr übrigens das Symbol. Das füllt sich immer weiter auf. Und wenn das komplett aufgefüllt ist, dann kommt eine neue Ente in den Pool rein. Achso, das ist die allgemeine Kamera, nehme ich mal an, wo wir jetzt gerade reingeswitcht sind. Genau, die beiden. Und dann, ja, dann können wir von hier aus relativ nah... Oh, oh... Wir können zoomen mit dem Rad. Na, na, wage ich es? Oh, ich wage es nicht, oder? Doch. Ja, ich mache den ersten Sprung ins Becken und habe direkt eine Errungenschaft freigeschaltet. Private Pool, wie cool. Ja, das sind so die Sachen. Oh, 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 und ich habe richtig Schwung. Ich habe richtig Schwung. Jetzt heißt es. Nein, ich will wegzoomen. Hui. Wusch, einmal wieder zurück. Hoch hinaus. Oh nein, nein, mein Schnabel. Aber ich nehme die Kurve noch richtig gut mit. Immerhin etwas. Ja, ganz so nah wollte ich nicht ranzoomen. Ich werde das Ganze auch mit ganz vielen Cuts machen, sodass ihr immer nur das Beste miterlebt. Aber ich wollte euch natürlich erstmal zeigen, achso, der fährt da dann direkt automatisch ran, wenn irgendein Gegenstand im Weg ist. Ich sehe schon. Ich wollte euch natürlich erstmal zeigen, was ihr alles machen könnt, was natürlich nicht allzu viel ist. Ich setze hier mal ein bisschen weiter weg. Und jetzt kommt direkt die zweite Ente. Na, wo ist sie? Wo ist sie? Auf jeden Fall. Da ist sie! Oh, oh mein Gott! Ist das die Elvis-Ente? Ach du Schande! Wo sehe ich die denn in meiner Liste? Ah! Ich sehe sie gar nicht. Hä? Muss ich die erstmal umschalten? Kann das sein? Das ist eindeutig die Elvis-Ente. Wieso habe ich die nicht in meiner Sammlung drin? Ach so, ich kann hier oben noch eins weiter... oder mehrere Sachen weitergehen. Ja. Elvis-Ente. Ich könnte sie auch Elvis-Duck nennen. Aber die heißt jetzt Elvis-Ente. Ist dir cool. Moment, mit P konnte man... Genau, das war ein Screenshot. Okay.
Ja, dann machen wir das doch zwischendurch mal. Gameplayerin ist schon wieder unterwegs. Ja, das nächste, was ihr jetzt alles sehen werdet, das werden jetzt nur noch so Zusammenschnitte sein, wenn immer wieder neue Enten ankommen oder wenn die irgendwie was Lustiges machen. Also ich sag mal einfach viel Spaß im Video. Und ja, ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses total bescheuerte Spiel, mit dem man eigentlich nicht viel machen kann, genauso dämlich geil findet wie ich. Oder ob ihr es total Banane findet. Also im negativen Sinne natürlich. Oder vielleicht auch im positiven Sinne, wer weiß. Wir können auch als Ente sprechen. Wir müssen dafür nur die linke Maustaste drücken. Aber irgendwie sprechen wir alle gleich. Und da kommt eine neue Ente. Eine neue Ente. Oh, das ist die traurige Ente. Die traurige Ente. Man sieht es. Man sieht ihre Tränen auf beiden Seiten. The heuling Ente. Die traurige Ente. Oh nein, Elvis greift an. Elvis will die traurige Ente die Rutsche hinunterstoßen. Aber Elvis schafft es nicht. Ein Glück. Dafür driftet Elvis jetzt ab. Oh nein! Elvis rutscht die Rutsche runter und zwar genau falsch herum. Das darfst du nicht, Elvis. Da wird der Bademeister doch sauer. Du kannst doch nicht einfach rückwärts herum hier durchgehen. Oh, Elvis, Elvis. Elvis kommt gut. Elvis prallt leider ab. Elvis hat es nicht geschafft beim ersten Mal. Elvis versuchte den Moonwalk. Aber Elvis schafft es nicht. Armer Elvis. Und da ist eine neue Ente gekommen. Eine China-Ente. Oder so. Wie heißen diese chinesischen Töpfe? Ich nenne sie einfach mal China-Ente. Oh. Was war mit Elvis gerade los? Elvis ist irgendwie scheinbar hinuntergestürzt, habe ich so das Gefühl gehabt. Da waren gerade überall Tropfen. Elvis findet noch nicht so richtig den Weg. Elvis, du musst hinten in den Sauger. Ja, du musst da hin. Elvis, wieso gehen die immer so nah ran? Ich habe doch gar nichts gemacht. Da hinten musst du hin, Elvis. Lass dich von der Strömung tragen. Elvis ist nicht der hellste, Leute. Es tut mir wirklich leid. Die China-Ente hat noch nicht ganz verstanden, wie man hier eigentlich agieren muss. Die China-Ente guckt so ein bisschen traurig auf die Elvis-Ente unten runter. Und ja, die Gameplayerin-Ente, die hat es auch noch nicht so ganz verstanden. Die haben es beide nicht gecheckt, dass man nicht von dieser Seite ins Rohr rein kann, sondern nur von der anderen Seite aus. Es tut mir leid für euch beide. Und wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Treibende Enten. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Also ich habe eigentlich nur gespielt. Hab's laufen gelassen und ja, hatte vier Enten, die einfach nur umhergetrieben sind und quasi nichts gemacht haben. Und schwuppdiwupp habe ich plötzlich die Errungenschaft. Die Gameplayerin-Ente wartet auf das nächste Quietsche-Entchen, was sich gleich in den Pool begeben wird. Was wird es sein? Eine Tigerente, eine bestialische Ente, eine Drachenente, eine... Was zur Hölle ist das? Eine Pizza-Ente. Eine verschimmelte Pizza-Ente. Würde ich sagen. Auf jeden Fall hat sie ein Pizzastück drauf. Und da sie unten grün ist, würde ich sagen, es ist eine verschimmelte Pizza-Ente. Hallo, willkommen, kleiner Freund. Und die Elvis-Ente versucht es nochmal. Zielgenau versucht sie, sich in den Kanal einzuschmuggeln. Wird sie mit dem Schnabel hängen bleiben? Nein, nein, sie fährt dagegen. Aber sie hat einen guten Schub. Ja, sie schafft es. Sie ist im Kanal drin. Aber kriegt sie es auch wirklich noch hin, dass die Strömung sie erfasst? Und dass sie sie unter den Sauger stellt, damit sie wieder zu ihren Kumpels ins andere Becken kommt. Gib nicht auf, Elvis-Ente. Gib nicht auf. Du wirst es schaffen. Ja, du wirst es schaffen, Elvis-Ente. Noch ein kleines Stückchen. Lass dich einsaugen, fühl dich frei. Und da kommt die Elvis-Ente mit einem riesen Trada. Oh nein, die Kante genau zwischen die Beine getroffen. Die arme Elvis-Ente. Und was ist mit der Gameplayerin-Ente passiert? Wie ist sie hier hingekommen? Das ist doch komplett weit außen. Oder hinten treiben. Oh, da hinten treiben ganz viele Entchen umher.
Vielleicht wollte sie zu den anderen Entchen hin und hat es nicht geschafft. Und jetzt liegt sie, warum und vor allen Dingen wie auch immer, plötzlich hier draußen. Jetzt sind die wieder weg. Ich habe absolut keine Ahnung. Da hinten kommt wieder einer angeprescht. Nee, da oben sind sie nur am... Aber wie kommt hier unten hin? Die Gameplayerin... Hallo? Gameplayerin-Ente? Nicht den Kopf in den Sand stecken. Also auch nicht in die Decke. Gameplayerin-Ente? Ich glaube, ich muss da mal weg. Ich sterbe gerade. Und wir haben eine neue Ente im Pool. Eine Tomatenente. Ich müsste sie jetzt eigentlich Lars nennen, weil der nämlich gerne Tomaten isst. Ich nenne sie aber trotzdem ganz salopp Tomatenente. Außerdem wäre Lars sonst ein Transvestit. Ich meine, hallo? Schwarzer Schnabel, das sieht irgendwie... Könnte auch ein Alien sein, natürlich, ne? Also, ich weiß auch nicht, was das Schwarze an so einer Tomatenente, also schwarz an der Tomate generell zu suchen hat. Aber die Pizzaente baggert jetzt schon hier die Tomatenente an. Oh, die China-Ente wird ganz... Oh ja, alles Essenssachen. Die wird schon... Nee, sie ist doch gar nicht so eifersüchtig. Sie ist einfach dran vorbeigeschwommen. Sie hat einfach die Tomatenente ignoriert. Das finde ich natürlich gar nicht nett. Ja, und wir wissen immer noch nicht, was mit der Gameplayerin-Ente eigentlich passiert ist. Es könnte sein, dass sie gestorben ist. Dann wäre das jetzt ihr Todesurteil. Beziehungsweise das war dann quasi schon ihr Tod. Aber das wäre dann ihr Todesfoto, das wollte ich eigentlich damit sagen. Oder es kann natürlich auch sein, dass ein hinterhältiger Angriff stattgefunden hat. Vielleicht hat die Elvis-Ente sie ja... da hinten kommt schon wieder eine. Ja, die traurige Ente wollte auch nochmal ins Wasser rein. Die traurige Ente hat es geschafft. Die hat sich runtergeschmuggelt. Mal gucken, ob sie jetzt... Nein, die traurige Ente schafft es nicht, beim ersten Mal wieder hochzukommen. Das steht irgendwie nicht in ihrer Macht. Irgendwie sind die Enten alle nicht so die cleversten. Nur die Gameplayerin-Ente, die war clever genug, direkt wieder hochzukommen. Und liegt jetzt draußen, komplett außerhalb vom Wasser, auf einer Decke. Wir erwarten mit Spannung die Ankunft der neuen Ente. Wo ist sie? Wo ist sie? Jetzt kommt sie herunter und es ist... eine Melonenente. Es ist eine Melonenente. Die sieht ja mal klasse aus. Ich finde das einfach genial, was sie da alles draus gemacht haben. Herzlich willkommen, kleines Melonenentchen. Die Elvis-Ente muss dabei zusehen, wie die traurige Ente an ihr vorbeizieht. Und ja, die traurige Ente schafft es endlich. Sie versucht den Moonwalk durch die Kanalisation, aber das funktioniert noch nicht so ganz. Das ist ein bisschen holprig im Moment. Aber es geht stetig voran, wie ihr seht. Sie hat schon die Hälfte erreicht und sie wird den Rest jetzt auch noch schaffen. Der Moonwalk ist auf jeden Fall die bessere Taktik. Und ja, sie hat es geschafft. Sie geht über die Rutsche. Und sie kommt mit der Schwanzfeder auf. Eine neue Ente kommt heruntergefallen. Und es ist die Donut-Ente. Leute, die Donut-Ente. Es tut mir leid, die darf ich nicht Donut-Ente nennen, weil sonst kriege ich Ärger mit meiner Tochter. Die muss ich mit ihren Namen benennen. So, das ist natürlich die Lena. Lena, die Donut-Ente. Ich muss dazu sagen, wenn drei normale Namen drin sind, naja gut, den einen schreibe ich vielleicht nicht Lars rein, sondern Epi oder so, damit ihr wisst, wer es ist. Aber wenn zwei normale Namen drin sind, das ist so, weil der Fabian kommt noch irgendwann, die Fabian-Ente. Eigentlich müsste ich Lena Ente reinschreiben, ne? Die Fabian-Ente kommt noch irgendwann, weil er nämlich der Bösewicht war, der uns quasi süchtig nach diesem Spiel gemacht hat. Eigentlich hat das Spiel so überhaupt nichts, was wir alle irgendwie wollten oder jeweils im Spiel mal hatten. Also mit anderen Worten, eigentlich fanden wir alle dieses Spiel sehr seltsam. Aber irgendwie sind wir da auch alle so ein bisschen jetzt am Suchten, weil wir diesen Gruppenzwang haben bei uns. Und ja, wir müssen halt jetzt in dieser Vierergruppe alle Enten nach uns nennen. Bei mir ist es Gameplayerin, beim Lars ist es natürlich
Epi, denke ich mal, werde ich es nennen, nicht Episode One Epi, sondern Epi. Ja, bei ihr ist es halt Lena. Sie möchte unbedingt die Donutente sein. Jetzt ist sie es. Und ach so, ich dachte gerade schon, Moment, da ist doch eine abgehauen. Die Tomatenente hat sich abgesetzt. Die Tomatenente, da ist sie. Die ist einfach runtergerutscht, ohne mir irgendwas zu sagen vorher. Das geht doch nicht. Ja, so sieht dieser wundervolle Pool bei Nacht aus. Und ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen traurig, weil die Gameplayerin-Ente so früh rausgenommen worden ist und ja, jetzt die ganze Zeit außerhalb liegt. Die ist auch ein bisschen traurig, die redet mit uns. Wir warten aber jetzt. Nein, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Nee, ich habe es nicht richtig gesehen. Ich dachte gerade, es wäre eine Spider-Man-Ente. Das ist, ja, ist das eine Medizinente oder was ist das für eine Ente? Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte jetzt Kreuzspinnenente sagen oder sowas. Da ich mir nicht sicher bin, wird das einfach die Fabian-Ente. So. I'm swimming, oh yeah, I do, I'm swimming, oh yes, I do. Und es hat gerade angefangen zu schneien. Gerade hat es noch, also eben hat es noch geregnet und schon fängt es an jetzt zu schneien. Haben wir denn jetzt Winter oder was? Der Fabian möchte rückwärts die Rutsche runter. Und ja, er ist fast mit der Tomatenente zusammengekracht. Aber die haben da unten schon. Na, geht die Elvis-Ente jetzt auch noch da rein? Ja, die Elvis-Ente kommt auch mit. Die wollen alle zusammen Spaß haben. Ist das nicht schön? Aber Elvis-Ente, ich muss leider wieder umswitchen. Und zwar werden wir einen neuen Besucher bekommen. Da ist er schon. So. Okay, das war nicht der, den ich jetzt haben wollte. Das ist so ein bisschen blöd, weil das so random ist, wo man dann gerade auskommt. Oh mein Gott! Es ist eine eklige Clownsente. Ich hasse euch. Ich nenne sie Horrorclownente. Die China-Ente. Die China-Ente greift den Horrorclown an. Der macht irgendwas. Der macht vorne aus der Blume wahrscheinlich, macht der Wasser raus. Ich sag doch, es ist eine Horrorclown-Ente. Ich wusste, da kann nichts Gutes bei rumkommen. Mach das nochmal und ich mache einen Screenshot davon. Aber er macht es anscheinend nicht allzu oft. Also ich habe gerade etwas herausgefunden. Gut, das stand natürlich auch drin. Wenn man die rechte Maustaste drückt, kommt man hier komplett raus und kann einfach mit der linken Maustaste eine komplett andere Ente aussuchen. Das ist natürlich cool. So kann man wesentlich schneller umschalten. Die Frage ist nur, ich kann mich so nicht bewegen. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Da hätte man sich noch was einfallen lassen müssen. Aber es ist auf jeden Fall eine wesentlich bessere Art und Weise, wie man hier schon mal vorankommen kann von Ente zu Ente. Ja, und was ist mit unserer Gameplayerin-Ente hier eigentlich los? Sie ist mittlerweile nicht mehr auf der Decke. Sie legt nicht mehr den Kopf unter den Sand bzw. in die Decke rein. Ich habe so das Gefühl, dass sie ihren Lebensmut wiedergefunden hat und dass sie. Sie steht auf. Wie von Geisterhand, die Gameplayerin-Ente. Oh mein Gott. Nein, sie kippt wieder um. Sie kippt wieder um. Sie hat doch keine Kraft, um aufzustehen. Also ich weiß nicht, ob das der Wind sein soll oder was auch immer. Es ist wirklich seltsam. Gute Nacht, kleine Gameplayerin-Ente. Wünsch dir, was habe ich freigeschaltet? War ich das jetzt? Und die nächste Ente fällt vom Himmel. Oh mein Gott. Es ist eine Katzenente, wenn ich das hier richtig sehe. Eine Katzenente. Oh mein Gott. Und die Lena versucht, die Gameplayerin-Ente noch reinzuholen. Das traurige Entchen, also die traurige Ente, funkte aber dazwischen. Und die Gameplayerin-Ente. Oh, da hinten kommt gerade die China-Ente angesprungen.
Aber die Gameplayerin-Ente, ich glaube, die ist wirklich am Ende von ihrer Kraft. Jetzt fällt sie schon wieder um, aber in die richtige Richtung. Wird sie es jemals schaffen, dass sie wieder in diesem Pool landet? Ich weiß es ja nicht. Jetzt steckt sie auch noch den Kopf in den Stein rein. Mal sehen, was da noch draus wird. Und die Horrorclown-Ente hat gerade die Gameplayerin-Ente verhöhnt. Mit Wasser aus der Blume. Ja, was ist denn hier los? Da kommt jetzt auch noch die Elvis-Ente hinterher. Hallo? Fast hätte die Elvis-Ente die Lena-Ente erwischt. Gut aufpassen, mein Freund, ne? Sonst bist du nicht mehr mein Freund. Wenn meine Donut-Ente hier... Oh, die Donut-Ente, also die Lena-Ente mag den Fabian. Nur der Fabian, ich glaube, der will jetzt irgendwas Böses machen, sie anpupsen oder so, weil der macht hier den Moonwalk die ganze Zeit. Und drängt sie so ein bisschen ab. Oh, da kommt die Elvis-Ente. Die ist eifersüchtig. Und die Traube. Die Gameplayerin-Ente hat es geschafft. Sie ist bei der Lena-Ente. Die Gameplayerin-Ente ist endlich wieder im Wasser. Wir haben es geschafft. Applaus, liebe Entenfreunde. Applaus. Ihr Lieben, welche Ente kommt als nächstes? Wir schauen sie uns mal genau an. Ah, oh, das ist die Joggerente. Die Joggerente. Hallo. Oh nein, die böse Horrorclown-Ente versucht die... Oh, sie hat die Joggerente böse in den Bauch geboxt. Die sieht gar nicht gut aus. Sie sieht sogar so ein bisschen benommen aus. Ich muss mal eben ein Bild machen, wenn jetzt hier nicht alle da drin sind. Die China-Ente wollte, glaube ich, die Horror-Ente noch so ein bisschen abwehren. Aber, naja, es ist halt schon passiert, ne? Die Joggerente... oh nein, da kommt sie wieder rückwärts. Ich hoffe, da passiert nicht nochmal irgendein Unglück. Genau, schön vorbei an der Pizza-Ente. Oh nein, die Horrorclown-Ente wagt den zweiten Angriff. Erwische einen Flug. Was für einen Flug? Wir haben hier gerade einen Angriff. Da hinten ist ein Flugzeug. Da hinten ist ein Flugzeug. Ein Horrorclown, der bei uns hier die neue Jogger-Ente angreift. Und im Hintergrund ist ein Flugzeug, was jetzt gerade wieder nach oben steigt. Oh mein Gott, so viel Action in einem Pool mit lauter... Oh, da kommt die Gameplayerin-Ente im Hintergrund. Mit lauter Quietsche-Enten hätte ich nicht für nötig gehalten. Und der Horrorclown, ich sage jetzt nur noch Horrorclown. Oh nein, die Gameplayerin-Ente hat auch noch in meinem draufgehauen. Aber ich glaube, das war ein Versehen. Die wollte eigentlich die Rutsche hinunter. Also so viel brachiale Gewalt und so viel Action haben wir noch nie in irgendwelchen anderen Spielen gesehen, außer in diesen Horrorszenarien. Von diesen Plastikenten. Wir haben Familienreich freigeschaltet. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist die Anzahl der Ente. Hat der die Joggerente gerade gefoppt? Hier, hallo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Enten. Familienente. What the fuck? Die Gameplayerin hat Babys bekommen. Aber warum gerade drei? Genau, der Horrorclown kümmert sich um die Melonenente. Also Horrorclown-Ente meine ich natürlich. Geh weg von meinen... Geh weg. Nein. Horrorclown-Ente. Nein, du Melonenente. Du wirst sie auch nicht kriegen. Ihr könnt mich mal. Lasst meine süßen Babys in Ruhe. Das könnte natürlich der Grund dafür gewesen sein, dass die Gameplayerin-Ente sich... rausgezogen hat aus dem ganzen Planschbad-Chaos hier, aus dem ganzen Pool-Chaos, dass sie tatsächlich Nachwuchs bekommen hat. Welche Ente werden wir diesmal sehen? Welche Ente wird nun vom Himmel fallen? Es ist... Oh mein Gott! Oh mein Gott, sieht die schlimm aus. Es ist die Hai-Ente. Die Hai-Ente. Oh nein! Die Hai-Ente ist unter Wasser. Wie geil! Die Hai-Ente. Da muss ich mal eben ein Bild von machen. Bleibt die jetzt immer so? Oder wenn die angreift, kommt die wieder hoch oder so? Das ist ja cool. Oh oh, traurige Ente, pass auf. Die Hai-Ente ist da. Oh, jetzt ist sie wieder oben. Die Hai-Ente will, glaube ich, die Melonenente fressen. Na gut, kann ich verstehen. Ist natürlich viel leckerer, als andere Enten zu fressen. Lieber eine Melonenente. Oh, der Fabian kommt. Aber er hat die Hai-Ente verfehlt. Fabian, das üben wir noch mal ein bisschen, ne? Jetzt kommen sie alle hier rein. Die Hai-Ente taucht wieder unter.
Sie hat gesehen, dass es der Joggerente so gar nicht gut geht. Warum geht es der Joggerente hier nicht gut? Was ist denn hier passiert? Kann das sein, dass der Fabian sie vielleicht getroffen hat? Der drückt sich hier schon so ein bisschen komisch um die Joggerente herum. Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht war es auch der Horrorclown, die Horrorente, aber die ist gerade unten. Das kann eigentlich... Nee, die ist gar nicht da. Doch, der ist da hinten. Der Dreckskerl. Der ist da hinten. Die Gameplayerin-Ente versucht da jetzt... Nein, das ist unterlassene Hilfeleistung, Gameplayerin-Ente. So geht das aber nicht hier. Die Horrorclown-Ente, die ist schon wieder auf Kollisionskurs. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vielleicht ist sie tatsächlich dafür verantwortlich. Vielleicht war es aber auch tatsächlich hinten die Hai-Ente. Aber die haben wir eigentlich gerade beobachtet. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie es war. Oh nein! Wie süß ist das denn? Hier hinten sind die kleinen Entchen jetzt am Rand. Was war das denn gerade? Wie geil! Oh nein! Die Horrorente greift an. Da müssen wir mal durch die ganzen Leute durchgehen. Eine neue Ente ist gekommen. Disco-Ente. Yeah. Disco-Ente. Die Disco-Ente ist einfach cool. Wer wird es nun in unseren Swimmingpool schaffen? Unser entenreich betriebenes Gewässer. Es ist eine Schwammente. Es ist eine Schwammente. Ja, die sieht doch mal gut aus. Das einzige Problem, was ich jetzt bei ihr sehe, was passiert, wenn diese Schwammente vollgesogen ist mit Wasser? Ja, was haben wir denn da im Wasser? Da liegt ein Golfball. Wie kommt der denn hier hin? Welche süße kleine neue Entenseele dürfen wir jetzt zu unseren neuen Freunden zählen? Was war das? Hallo? Wieso bin ich jetzt nach hier hinten geworfen worden, Leute? Und zwar ist das die, ja, Rasenente. Ich hätte es fast gesagt, Fußballente könnte ja sein, wegen diesen Rasenmarkierungen. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, ich nenne sie einfach mal die Rasenente. Wir haben eine neue Errungenschaft freigeschaltet, und zwar das Kreuzfahrschiff. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was das jetzt genau ist. Könnte mit den vielen Enten hier zu tun haben. Das kann aber auch so ziemlich alles andere sein. Ach, ich weiß, was es ist. Hier hinten, seht ihr das Ganze? Da fährt gerade ein Kreuzfahrtschiff in der Gegend herum. Fabian will sich das Ganze auch einmal anschauen, wie ich sehe. Hallo, liebes Kreuzfahrtschiff. Danke für die Errungenschaft. Sagt die Tomatenente. Eine neue Ente ist im Anflug. Wo ist sie? Wo kommt sie? Da ist sie. Yeah. Die will auch direkt. Das ist unsere Discord, steht sogar da drauf. GG. Oh, man kann ja gar nicht alles lesen. Tonfo, Trino oder sowas. Oh mein Gott, was steht da alles drauf? Irgendwas Chinesisches steht. Eine chinesische Adresse vielleicht. Macht euch einen Screenshot und ihr werdet sehen, ob da... nee, da steht wahrscheinlich irgendwie nur sowas wie Hallo und herzlich willkommen oder sowas. Nehme ich mal stark an. Discord steht vorne drauf. Pecorino. Keine Ahnung, was das sein soll. Tronfo PPDS. Und hier oben gibt es leider nichts auf Deutsch, sonst könnte ich sagen, also ich nehme an, dass das
Er Padre Deli Santi. Keine Ahnung, was das heißen mag. Und die chinesischen Zeichen kann ich leider auch nicht entziffern. Aber ich finde die wirklich cool gemacht. Juhu! Die Gameplayerin Ente hat es geschafft, über die Kreuzworträtsel Ente drüber zu springen. Nimmt Schwung, reißt die Joggerente mit sich und... Nein, reißt sie doch nicht mit sich, sondern stößt die Joggerente, ob absichtlich oder unabsichtlich, lasse ich mal dahingestellt, hinterrücks in die Röhre rein und ja, bleibt selber allerdings ganz allein hier unten. Okay, ganz allein. Ja, ihr seht richtig, die Lichter sind ausgegangen und unsere Disco-Ente ist voll im Tanzfieber. Unsere süßen kleinen drei, die haben sich irgendwie hinten versteckt und die bleiben auch da. Die haben wohl keine Lust mehr gehabt, mit mir weiter mit rumzuschwimmen. Etwas schade, aber trotzdem niedlich, weil sie nicht ganz verschwinden, sondern zumindest am Rand bleiben. Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass sie noch nicht so ganz schwimmsicher sind. Ja, und jetzt warten wir wieder gespannt auf die neue Ente, die sich bei uns angekündigt hat. Sie wird sofort vom Himmel fallen und dann werden wir sehen, um was für eine Spezies von Entenfreund es sich handelt. Was zur Hölle bist du? Was bist du bitte? Das ist die Kinderzeichnung Ente oder Familienente? Keine Ahnung. Ich sag mal einfach die Kinderzeichnung Ente. Aber die sieht geil aus. Übrigens, ihr könnt hier theoretisch auch Musik hören. Ich habe die relativ leise eingestellt, also so ein Drittel ungefähr vom Schieberegler. Ich vermute mal, das ist dieses, was man so im Hintergrund ganz leise hört, wenn man mal gerade nicht spricht. Und ich meine, ich spreche ja bekanntlich quasi immer. Wenn ihr die Musik hören wollt, dann denke ich mir mal, solltet ihr das Ganze auf 100% setzen. Ich habe es jetzt mal eigentlich drin gelassen. Wie gesagt, das ist auf knapp ein Drittel runtergedreht worden. Obwohl ich weiß, dass dann fast immer Probleme sind wegen lizenzrechtlichen Gründen. Aber gut, in dem Fall kann man jetzt sowieso nichts von der Musik hören. Wenn es denn die Musik ist, wovon ich mal ausgehe. Von daher. Aber es sind sehr schöne Töne, die einen so ein bisschen an Palmen und Urlaub erinnern. Ich habe die Musik heute schon mal gehört, als ich mir das so ein bisschen angeguckt habe, das Spiel. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, privat das Ganze anzulassen. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Ob wir jetzt nochmal Nachwuchs erwarten dürfen oder was auch immer hier gerade passiert. Aber seit einiger Zeit ist die Joggerente ja schon auf der Seite am Liegen. Ich habe ja so schon ein bisschen gewitzelt, ob das eventuell hier im Hintergrund die Hai-Ernte, wollte ich gerade sagen, die Hai-Ente gewesen ist. Oder ob es tatsächlich die Gameplayerin-Ente gewesen ist. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht siegt sie auch wirklich so ein bisschen vor sich jetzt hin. Es kann natürlich auch sein, dass sie so leicht am Sterben ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kann natürlich auch sein, dass diese Ente schwanger ist. Wir müssen das Ganze mal ein bisschen beobachten. Falls ich da was Genaueres weiß, werde ich euch natürlich direkt wieder reinnehmen. Was möchtest du uns sagen, Fabian? Du meinst, die Joggerente sitzt wieder aufrecht? Da schauen wir doch direkt mal nach. Muss ich einmal hier unten hin... unsere Rasenente wurde gerade zum Elvis-Clown ohne Haare. WTF, was geht denn hier ab? Und ja, die Joggerente sitzt tatsächlich wieder. Oh, jetzt hat sie sich geklont bei der Lena-Ente. Muss ich das jetzt verstehen? Klont die sich jetzt nochmal bei jemand anderem? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ich muss mal eben hier dranbleiben. Ja, unsere Rasenente hat leider jetzt die letzten 2 Minuten oder so keinen Kontakt mehr zu anderen... Oh, Moment. Es gibt noch mal einen Kollisionskurs. Tatsächlich, sie ist hier komplett im Tarnmodus.
Also, was die Rasenente davor hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so genau. Da oben ist jetzt schon wieder die Joggerente irgendwie völlig neben sich. Also, heute geht's hier aber ab. Ich weiß es nicht. Was ist denn das für eine neue Ente? Das sieht mir so nach einer... Ach, wie nennt sich dieses Material nochmal? Ja, ich würde jetzt einfach sagen Edelsteinmaterial. Ich habe da gerade so ein spezielles Material im Kopf, aber ich komme nicht drauf, wie es heißt. Ich komme ums Verrecken nicht drauf. Könntest du mir vielleicht mal aus dem Weg gehen, traurige Ente? Dankeschön. Ich würde nämlich gerne ein schönes Bild machen von der Ente. Und dann würde ich die gerne mal umbauen. Was, liebe Gameplayerin-Ente? Ach, du meinst, dass die ganzen Lichter jetzt ausgehen, bedeutet, dass wir jetzt so langsam Schluss machen sollten? Ja? Okay, ja, dann würde ich sagen, dann machen wir das wirklich. Dann warten wir tatsächlich nur noch die eine Ente ab, die jetzt hinunterkommt. Und dann werden wir dieses Video hier erstmal für heute beenden. Ich wollte euch ja jetzt auch kein Let's Play quasi davon machen, wobei das... ja, natürlich immer das Gleiche, aber auch irgendwie wieder anders gewesen wäre, wenn wir jetzt ein Let's Play davon gemacht hätten, in Anführungszeichen. So richtig ist es ja nicht möglich. Aber da kommt die Lena nochmal, die will zum Abschied auch nochmal winken. Ich hab's doch gewusst. Und wir schauen uns nochmal eben ganz schnell an, was das jetzt für ein letztes Huhn, wollte ich gerade sagen, ist. Es ist die Blumentopfente. Die ist natürlich auch klasse. Ich werde da mal eben so ein Bild von machen. Die Blumentopfente. Sieht aber wirklich niedlich aus. Als ob der so ein kleiner... Ich dachte zuerst so ein kleiner chinesischer Hut oder so. Ne? Aber nein, es ist ein Blumentopf. Der gewinnt auf jeden Fall jede Blumentopfwahl, nehme ich mal an. Ja, mit diesem letzten Bild würde ich sagen, verabschiede ich mich dann wirklich von euch. Und ja, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr dieses Spiel genauso mega bescheuert findet wie wir und deswegen total darin verliebt seid. Und es irgendwie lustig findet. Die Joggerente ist übrigens auch wieder umgekippt. Also ich weiß nicht, was die hat. Entweder ist die Luft raus, dass sie zu viel geschwommen ist in der letzten Zeit. Dass sie vielleicht zu wenig gegessen hat oder so und zu viel Sport auf dem Wasser gemacht hat. Oder ich weiß es auch nicht so genau. Ja, wie gesagt, ich kann mich jetzt nur noch verabschieden. Freue mich auf eure Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Es ist übrigens gerade im Angebot, das hätte ich fast vergessen. Ich glaube, bis zum 23.03. kann man es noch für 1,60 Euro, glaube ich, knapp bei Steam bekommen. Mit DLCs war es so 5,50 Euro irgendwie rum den Dreh. Also auf jeden Fall günstig und ja, für die paar Euro, bin ich ganz ehrlich, macht es auf jeden Fall Spaß. Und man kann doch so einige Errungenschaften da letzten Endes noch rausholen. Ich finde das auf jeden Fall klasse. Ja, mit dieser Szene und dem Fabian im Hintergrund, der wollte auch nochmal Tschüss sagen. Dann sage ich mal bis zum nächsten Let's Play und ich freue mich auf eure Kommentare. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.